Sony und Microsoft werden im Jahr 2020 sehr wahrscheinlich ihre nächsten Konsolengenerationen präsentieren. Da sehen wir einmal die PlayStation 5, sofern Sony der bisherigen Nomenklatur treu bleibt. Und auf der anderen Seite gibt es etwas, das bei Microsoft intern noch als Xbox Scarlett bezeichnet wird. Bevor wir allerdings direkt in die Thematik eintauchen, möchte ich ganz kurz über die aktuellen Konsolen reden. Es ist sonnenklar, dass Sony mit der PlayStation 4 alles richtig gemacht hat. Und nicht nur deshalb ist man in der aktuellen Konsolengeneration verdient die klare Nummer 1. Sonys Zielgruppe mit der PlayStation sind traditionell eher Spieler mit einer Präferenz für Singleplayer-Games, zumindest generell etwas mehr als bei Xbox. Man hat seine Zielgruppe gekannt, sie verstanden und ihnen geliefert, was sie haben wollten. Für die PlayStation 4 gibt es gefühlt regelmäßig neue, hochgelobte Exklusivtitel und während Xbox einige echt tolle Spiele hat, fehlen zum Teil die großartigen Singleplayer-Games mit einer einfach mitreißenden Story. Hinzu kommt natürlich auch, dass Microsoft 2013 mit dem Launch der ersten Xbox so gut wie kein PR-Fettnäpfchen verfehlt hat. Nach dem vergeigten Start wurde schnell klar, dass diese Schlacht verloren war und Microsoft konnte nur noch das Beste daraus machen. Und dazu zählt ja auch ein Abschluss mit der Vergangenheit und eine Investition in die Zukunft. Auf die Investition in die Zukunft komme ich gleich zu sprechen. Vorher muss man allerdings noch einen Mann in den Mittelpunkt rücken. Xbox-Chef Phil Spencer. Er übernahm 2013 nach dem total vermasselten Launch der Xbox One das Steuer und hat das Ruder ziemlich umgerissen. Die Xbox One wurde in der Folge nicht so wie geplant als Unterhaltungsgerät vermarktet, sondern eben als echte Spielekonsole für Gamer. Er hob auch die Bündelung der Xbox One mit Kinect auf. Die Xbox One S und die Xbox One X wurden dann noch unter seiner Führung auf den Markt gebracht. Mit durchaus soliden Erfolgen. Und er forcierte auch die Abwärtskompatibilität zu Xbox 360 und Xbox-Spielen. Viel wichtiger ist aber, wo Spencer herkommt. Er war bis 2008 General Manager bei den Microsoft Studios in Europa und übernahm danach die Spielestudios weltweit als deren Leiter. Der Mann kommt also direkt aus der Spieleentwicklerbranche. Und das zeigte sich auch besonders im letzten Jahr. Allein im Jahr 2018 hat Microsoft ganze 6 Game Studios gekauft. Dazu passt auch das Gerücht ganz gut, dass Microsoft sogar darüber nachgedacht hat, EA zu kaufen. Ja, das EA mit FIFA und Battlefield und was nicht noch alles. EA zu schlucken war dann allerdings doch eine Nummer zu groß für Microsoft. Aber jeder, der 1 und 1 zusammenzählen kann, der weiß ganz genau, dass es hier um eine einzige Sache geht. Exclusives. Bevor wir gleich über die Hardware sprechen der nächsten Konsolengeneration, schauen wir uns diese Studios mal genauer an. Wen hat denn Microsoft überhaupt gekauft? Das sind nämlich allesamt keine No-Name-Studios, sondern einige echt bekannte Namen. Ninja Theory wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein Auftragsentwicklerstudio, das bereits einige Games für größere Publisher umgesetzt hat. Hierzu zählen Titel wie Devil May Cry oder Disney Infinity. Man hatte aber mit Hellblade oder Enslaved auch eigene Titel veröffentlicht. Undead Labs ist ein deutlich jüngeres Game-Studio, das erst 2009 gegründet wurde und nun ebenfalls zur Microsoft-Familie gehört. Das Unternehmen mit 60 Mitarbeitern zeichnet sich für den Xbox-Exklusivtitel State of Decay verantwortlich. Soweit ich weiß, wurde dieses Game-Studio sogar mit dem Ziel gegründet, der Welt mehr Zombie-Games zu geben. Ihr könnt euch also gut vorstellen, wie es da in Zukunft weitergehen wird. Compulsion Games ist ein etwas ungewöhnliches Game-Studio, das ebenfalls 2009 gegründet wurde. Man brachte mit Contrast 2013 sogar einen PlayStation 4 Launch-Titel auf den Markt, ist aber vor allem wegen We Happy Few bekannt. Deren Games sind alles, sagen wir mal, besonders. Ich denke, dass dieses Game-Studio innerhalb Microsofts echt aufblühen könnte, wenn man ihnen eben ihre Freiheiten lässt und ihnen die Ressourcen gibt, die sie brauchen. Playground Games dürfte den meisten Xbox-Spielern bereits ein Begriff sein, denn sie haben alle Forza Horizon-Titel bisher umgesetzt. Nachdem die Reihe zu den meistverkauften Xbox-Rennspielen zählt, müssen wir auf deren Wichtigkeit für Microsoft wohl kaum hinweisen. InXile Entertainment ist ein kleineres Game-Studio, das 2002 gegründet wurde und auch eine Reihe von Titeln als Auftrag umgesetzt hat. Und zuletzt gibt es dann noch Obsidian Entertainment, Microsofts jüngste Übernahme. Mit 170 Mitarbeitern zählt es zu den größeren Game-Studios und man hat in der Vergangenheit bereits einige bekannte Projekte umgesetzt, wie Fallout New Vegas, Dungeon Siege 3 oder Neverwinter Nights 2. Und dann gibt es noch eine Sache, nämlich The Initiative. Das ist ein komplett neu gegründetes Game-Studio, das ebenfalls zu Microsoft gehört und deren Projekte streng geheim gehalten werden. Eines ist aber bekannt, die Initiative holt sich absolut nur die besten Mitarbeiter ins Team. Geleitet wird es zum Beispiel von Daryl Gallagher, dem ehemaligen Chef von Activision, Chefentwickler bei Square Enix und Studioleiter bei Crystal Dynamics. Man holte sich außerdem den God of War Produktionschef Brian Westergaard, Christian Cantamessa von Rockstar Games, der unter anderem für Red Dead Redemption verantwortlich war, Annie Lore als Recruiter, die bei Riot, Respawn und EA tätig war, sowie eine ganze Reihe anderer Talente von sehr bekannten Game Studios. Wenn The Initiative eine Fußballmannschaft wäre, dann wäre sie ausnahmslos nur von Legenden besetzt. Ich denke, es besteht also absolut kein Zweifel daran, dass Microsoft im Zusammenhang mit Exklusivtiteln irgendetwas Großes im Schilde führt. Und wenn Xbox Scarlett und die PlayStation 5 etwa Mitte 2020 auf den Markt kommen, dürfte auch genügend Zeit sein für die Fertigstellung des einen oder anderen Games.
Jetzt kommt aber der Teil, wegen dem sich Sony echt warm anziehen sollte. Xbox Scarlett ist voraussichtlich nicht nur eine Spielekonsole, sondern eine ganze Gerätefamilie. Das Konzept mit der Xbox One S als günstigste Option und der Xbox One X als High-End-Flaggschiff hat für Microsoft sehr gut funktioniert. Das will man auch für die Next-Gen-Konsolen im Jahr 2020 beibehalten. Die Xbox Scarlett-Familie wird aus Xbox Anaconda und Xbox Lockhart bestehen. So viel zu den Codenamen. Anaconda wird die teure Option sein, sozusagen der Nachfolger der Xbox One X, und Lockhart wird auf die Xbox One S folgen. Und angeblich könnte es sogar eine dritte Xbox geben, die unter 100 Euro kosten soll, aber dazu später etwas mehr. Sony auf der anderen Seite soll nur eine einzige Konsole planen, welche angeblich zwischen 2019 und 2020 vorgestellt werden soll. Vertraut man diesen Informationen, dürften wir die PlayStation 5 etwas früher sehen als die nächste Xbox. Dadurch, dass Microsoft zwei oder womöglich sogar drei Konsolen im Jahr 2020 auf den Markt bringt, kann man eine größere Preisspanne und dadurch auch eine größere Zielgruppe abdecken. Sony steht dann also richtig unter Zugzwang, denn entweder sticht man die teure Xbox Anaconda bei Performance aus und unterbietet sie beim Preis, oder man misst sich mit der günstigeren Xbox Lockhart und gibt bis zur Pro-Variante der PlayStation 5 die zugegeben deutlich kleinere High-End-Kundschaft einfach auf. Man merkt aber jetzt schon, bei Sony werden die Strategen sehr gefragt sein. Die wichtigste Komponente, welche jetzt schon für die nächste Generation der Konsolen wichtig werden könnte, ist die Cloud. Schon jetzt gibt es eine Reihe von Cloud-Gaming-Diensten wie Shadow, PlayStation Now oder Nvidia GeForce Now. In dieses Geschäft wird Microsoft mit Project X Cloud ebenfalls noch im Jahr 2019 einsteigen. Noch ist diese Branche kaum etabliert, die Abonnements eher teuer und die Latenz immer mal wieder problematisch aufgrund der Entfernung zwischen Spieler und Server. Wenn es da nur ein Unternehmen gäbe mit einer unglaublich großen Infrastruktur an Datenzentren auf der ganzen Welt, von wo aus jetzt schon Cloud-Produkte angeboten werden. Genau, Microsoft. Der Konzern aus Redmond bietet ja schon seit Jahren erfolgreich Cloud-Produkte für andere Unternehmen an und hat deshalb bereits eine gesamte Infrastruktur mit Servern in 54 Ländern, von wo aus 140 Länder insgesamt auf der ganzen Welt abgedeckt werden können. Allein in Deutschland hat Microsoft zwei große Datenzentren und zwei weitere sind bereits geplant. Die Konkurrenz wird sich diese Server anmieten müssen, denn für ein globales Game-Streaming hat der PlayStation-Konzern zum Beispiel einfach nicht die Ressourcen. Wahrscheinlich wird Sony aber eher auf die Cloud von Google oder Amazon setzen und nicht auf Microsoft Azure, aus, naja, denkbar logischen Gründen. Sobald Cloud-Gaming aber für die Spieler eine Rolle spielt, kann Microsoft binnen kürzester Zeit damit einen Cloud-Dienst aufziehen. Aus diesem Grund könnte Microsoft auch eine kleine, günstigere Xbox vorstellen, welche nur kleine Games aus dem Microsoft Store und Xbox-Titel aus der Cloud spielen kann. Dadurch, dass diese kleine TV-Box selbst kaum Leistung braucht, könnte man sie für vergleichsweise wenig Geld verkaufen. Und die Vorbereitungen hierfür haben schon begonnen. Noch in diesem Jahr will Microsoft mit Project X Cloud den eigenen Streaming-Dienst testen. Und die Cloud bietet eine ganze Reihe von verschiedenen Möglichkeiten, nicht nur für Streaming. Microsoft hat zum Beispiel angeblich auch eine Technologie entwickelt, die nur Teile der Rechenleistung an die Cloud abgibt und somit die Grafik bestehender Konsolen verbessern kann. Das alles, was ich hier in diesem Video ein bisschen zusammengefasst habe, macht eines sonnenklar. Xbox gibt richtig Gas und man ist fest entschlossen, die nächste Generation an Konsolen erfolgreich an den Spieler zu bringen. Man hat jetzt insgesamt 13 eigene Game Studios für Exclusives, plant eine Reihe von Spielekonsolen mit einer breiten Zielgruppe und hat einen sehr entscheidenden Vorteil, wenn es um Cloud Gaming geht, gegenüber Sony. Für uns als Kunden bedeutet das, dass wir uns auf einen noch härteren Konkurrenzkampf zwischen Sony und Microsoft freuen dürfen. Das fördert bekanntlich die Innovation und drückt im Regelfall auch die Preise. Xbox hat es PlayStation mit der aktuellen Generation vergleichsweise einfach gemacht. Und es ist für alle Spieler eine gute Sache, dass sich dies mit der nächsten Generation ändern wird.